Hi, Sibbe. Nein, nein, ihr habt die falsche Person erwischt. Ich meine Dame, Damenperson. Damenperson? Hieß so nicht diese Puppe mit dem Riesenkinn, die immer die Kinder erschrocken hat? Oh, Sam, Max, ihr seid's. Ich dachte schon, ihr wärt Killer und wollt mich umbringen. Nun, was machst du da mit deinem Arm? Was? Oh, ich dachte, ich hätte eben noch eine Kaffeetasse in der Hand gehabt. Verdammt. Und, wie läuft es so in deinem neuen Beruf? Oh, Sam, als Berufszeugin hat man es nicht nur mit Dramatik vor Gericht zu tun. Die Spielzeugmafia hat gedroht, mich auszuradieren, wenn ich gegen sie aussage. Sie hat dich mit einem Radiergummi bedroht? Nein, Max, ich glaube, sie wollen mich ermorden. Hast du schon mal daran gedacht, deinen Tod vorzutäuschen, um dir die Spielzeugmafia vom Hals zu schaffen? Das wäre ja eine Lüge. Es würde das zunichte machen, wofür ich als Berufszeugin stehe. Dicke Honorare? Bestechung? Korruption? Die Wahrheit. Du bist wirklich ein Relikt. Ich meine das als Kompliment. Ich mochte schon immer alles, was alt ist. Und wirst du trotzdem aussagen? Ich habe leider bemerkt, dass ich zu Prinzipien treu bin, um es nicht zu tun. Und das gerade jetzt. Tja, Prinzipien sind schon was Lästiges. Ich habe gehört, man kann sie sich jetzt chirurgisch entfernen lassen. Wir sehen uns später. Das weiß ich doch. Ihr seid die Einzigen, denen ich noch trauen kann. Autsch! Sie versteht es wirklich, einem Schuldgefühle zu machen. Die Anti-Lieferkamera. Oui. Könnte ich einen großen Ketchup Macchiato mit extra Schaum bekommen? Du machst mich fertig, Kleiner. Das war mein Ernst. Hey, Bosco. Schau mal da draußen, die Spielzeugmafia. Was? Oh! Du hast recht. Ein Spielzeugmafioso, der so tut, als würde er Zeitung lesen. An mir kommt er nicht vorbei. Ständige Wachsamkeit ist der Preis der Paranoia. Was, wenn seine Spielzeugmafia-Verkleidung nur eine Verkleidung ist? Ich muss wissen, was er liest. Wenn er so tut, als würde er das Kreuzworträtsel lösen, dann muss er zu den Johannitern gehören. Sonderlieferung. Ja, küss den Gehweg, Kamera. Den Sportteil muss zu einer Burschenschaft gehören. Oui. Er tut so, als würde er den Wirtschaftsteil lesen. Er gehört also wirklich zur Spielzeugmafia. Ich hoffe, dass daran unsere Freundschaft mit Bosco nicht zerbricht. Ich auch. Er ist mein zweitliebster, verrückter, paranoider Irrer. Oh nein, no, nein! Er kommt rein. Wir sind erledigt. Ich ergebe mich! Ich ergebe mich! Ah, ich wusste, das würde passieren. Ich habe euch gesagt, er würde liefern und er abgeliefert. Der Kerl ist einfach unglaublich. Keine Sorge, Bosco. Sobald wir den Fall gelöst haben, an dem wir gerade so intensiv arbeiten, helfen wir dir, die Mafia-Waren aus dem Laden zu schaffen. Oh ja, ihr seid wirklich schwer beschäftigt. Ihr hängt doch den ganzen Tag nur in meinem Laden herum. Tja, was sollen wir sagen? Wir hängen halt gerne rum.
Und jetzt werden wir zu Spielzeugmafiosi, stimmt's? Noch nicht. Unser Weg zur dunklen Seite hat gerade erst begonnen. Hey, einen Augenblick. Warum hat das B-Tals nicht angeschlagen? Ah, meine Kamera! Oh nein, nein, nein! Sybil würde nicht wollen, dass wir ihre Tasse hier lassen. Ach du meine Güte, danke. Wenn er nicht festgeschraubt wäre, würde ich bestimmt auch meinen Kopf verlieren. Das hat bei mir noch nie einen Unterschied gemacht. Ausgezeichnet. Und schön blutig. Das sollte eine Warnung für alle weiteren Zeugen sein. Irgendwie erinnert mich das Ganze an das Abendessen gestern. Hey, das Bild ist weg. Bei allem Respekt, Don, ist doch egal. Die Zeugin ist aus dem Weg geräumt, also müssen wir sie auch nicht mehr beobachten, oder? Stimmt wohl. Chuckles besorgt mir eine Brezel. Solche Geschichten machen mich immer hungrig. Du bist wirklich ein Soziopath, Don Bear. Das war natürlich als Kompliment gemeint. Ist doch klar. Hey, Sam! Webcams schmecken wie Hühnchen! Gut gemacht, Kumpel. Jetzt sehen es die Mafia-Typen nicht, wenn Sybil wieder aufwacht. Und das dürfte unserem Wohlergehen äußerst zuträglich sein. Und wir wissen, dass Webcams mit Ketchup besonders lecker sind. Das wird uns bei künftigen Fällen sicher noch nützlich sein. Hey, Sam, sind wir jetzt schon Mafiosi? Nein, wir müssen uns noch um die Sache mit dem Original-Buletten-Sandwich kümmern. Ach ja. Zeig mir den Schotter. Zeig mir das Sandwich. Zeig mir den Schotter. Zeig du mir das Sandwich, dann zeig ich dir den Schotter. Ich zeig's dir ehrlich. Zeig du mir einfach... Ihr beide? Na, du Depp. Versuchst du bei Jimmy was loszuwerden, Leonard? Vielleicht ein Buletten-Sandwich, Leonard? Ein geklautes Buletten-Sandwich, Leonard? Beim Bettlaken meiner Mutter bleibt mir vorm Leib, ihr zwei, sonst mache ich euch kalt. Entschuldigung, könnte es sein, dass du uns mit einer harmlosen Spielzeugpistole bedrohst? Einmal Betrüger, immer Betrüger, stimmt's, Leonard? Was? Nein! Mach ihn fertig, Kleiner. Na endlich und los geht's! Oh. Oh. Mama! Okay, Leonard, verrätst du uns, wo das Sandwich ist? Oder müssen wir erst ungemütlich werden, hä? Nichts verraten, nichts verraten! Ich verrate euch gar nichts und ihr werdet mich nie zum Reden bringen, nie! Weiß deine Mutter, was aus dir geworden ist? Sag nichts über meine Mama. Meine Mama ist eine Heilige. Ist sie die Schutzpatronin des Mikrowellenfertigessens? Dann hat sie nämlich einen weiteren Anhänger. Warte mal, Max, ich glaube, wir haben seine Achillesferse gefunden. Nämlich seine erbärmliche Ausdrucksweise oder seine lachhaft schlechte Grammatik? Weder das eine noch das andere. Wir zeigen dem Mistkerl, wo es lang geht, indem wir seine Mutter fertig machen. Du meinst... Ganz genau, Max. Es ist Zeit für ein paar Witze über seine Mutter. Yay! Nein, nicht. Alles, nur das nicht. Leonard, deine Mutter ist so fett. Sie ist so fett, da wird sogar die Milch im Sommer sauer. Irgendwie kann ich mir nie die Pointen merken. Lustig, die Pointen weiß ich, aber ich kann mich nie an die Anfänge erinnern. Tja, Max, dann werden wir den Kerl im Team bearbeiten müssen. Pass auf, ich lege vor. Deine Mama ist so fett. Sie
hat mehr Falten als ein Origami-Akkordeon. Oh, das ist wahr. Das funktioniert. Machen wir weiter, Kleiner. Okay. Erwachsene Männer zum Heulen bringen. Ein Spaß für die ganze Familie. Deine Mama ist so strahlend. Säße sie in Atommüll, würde das keinem auffallen. Oh, das tut so weh. Ja, wir kommen voran. Machen wir weiter, Kleiner. Okay. Deine Mama ist so flott. Sie würde sogar bei einem Limbo-Wettbewerb einschlafen. Oh, Mama, aufhören! Wir haben es fast geschafft. Machen wir weiter, Kleiner. Oh ja! Deine Mama ist so sparsam. Sie geht sogar im Second-Hand-Laden noch mit Coupons einkaufen. Aufhören, bitte! Sag uns einfach, wo das Sandwich ist, dann ist der ganze Spuk vorbei. Nein! Verpassen wir ihm noch einen, Sam. Deine Mama ist so vulgär. Bei ihrer Ausdrucksweise würde sogar ein Hafenarbeiter rot. Okay, okay. Ich sag euch, wo das Sandwich ist, aber lasst meine Mama in Ruhe. Aber klar, wir würden doch nie etwas Ehrenrühriges über deine tote Mutter sagen. Das Sandwich ist noch im Casino. Ich habe es im Preisfach des einarmigen Banditen versteckt und dann den Arm mitgenommen, damit es niemand aus Versehen gewinnen kann. Was uns gleich zur nächsten Frage bringt. Wo ist der Arm? Hier, ich habe ihn dabei. Danke, du Depp. Wie konnte uns das nur entgehen? Vor lauter Spielzeugpistole ist mir der dritte Arm gar nicht aufgefallen. Wir sollten zum Casino fahren und uns das Sandwich besorgen. Wir sehen uns, du Penner. Halt, wollt ihr mich nicht erst losbinden? Hallo, Jungs? Jimmy? Oder sonst jemand? Wo geht's hin, Sam? Teddybears, mafiafreies Zockerland und Casino. Au ja! Willkommen in Teddybears, mafiafreiem Zockerland und Casino. Wir haben hier die gefräßigsten einarmigen Banditen der ganzen Stadt. Tada! Vom Keinarmigen zum Einarmigen Banditen. Du bist so heiß, du brennst schon. Geschafft! Wir haben das Buletten-Sandwich. Sollen wir es probieren, nur um ganz sicher zu gehen? Um Himmels Willen, nein! Hat das Ding gerade einen Preis ausgespuckt? Muss wohl defekt sein. Ich lasse es besser mal überprüfen. Immerhin haben wir das Original Buletten-Sandwich wiedergefunden. Und das beißende Aroma ist wirklich umwerfend. Wahrscheinlich hätten wir es auch schon von der Straße aus riechen können. Zeigt mal her. Ja, das ist definitiv das echte Sandwich. Das wird Teddy Bear sicher freuen. Wieso? Hat er Hunger? Meistens schon. Gute Arbeit, Jungs. Kommt mit ins Hinterzimmer. Da erwartet euch eine kleine Aufnahmezeremonie. Wir kriegen von zypriotischen Ziegenhirten unsere Zirbeldrüse zerzaust? Halt deine Riesenklappe und komm einfach mit. Sam, Max, ihr habt alles erledigt, was wir euch aufgetragen haben. Und dabei habt ihr Intelligenz, Gewaltbereitschaft und Pflichtbewusstsein gezeigt. Willkommen in den Reihen der Orso Nostra. Cool. Ich bin zu Tränen gerührt. Wir kommen jetzt zu einem kleinen Ritual mit dem Picknickkörbchen. Dann sind noch ein paar Formalitäten zu erledigen. Danach serviert Joey ein paar Schnittchen. Aber zuerst werde ich als Zeichen des Respekts meine Maske abnehmen. Das trifft sich insofern gut, da ich unter dem Ding keine Luft mehr kriege.
schon besser. Mann, unter dem Teil bin ich vielleicht am Blühen. Ach, du kreischender Karpfen, du bist der Maulwurf, den wir... ich meine, sag mal, passen die Gardinen zu dem Teppich? Die Parole! Idiot, das sind die Jungs von der Freelance Police. Sie haben anscheinend immer noch nicht kapiert, dass ich die Seiten gewechselt habe. Ihr habt recht, Max. Das haben wir absolut nicht kommen sehen. Moment mal, dass der Maulwurf die Seiten wechselt, um an der Macht und dem Reichtum der Spielzeugmafia teilzuhaben, verstehe ich ja. Aber was ist mit dem vorherigen Teddybär passiert? Oder den vorherigen Teddybärs. Es könnte ja sein, dass der erste Teddybär schon 1965 an seinem Buletten-Sandwich erstickt ist. Ja, stimmt. Sollten wir jetzt abhauen? Wäre vielleicht besser. Schnappt sie euch! Los zum Auto, Kleiner. Sam, ich weiß nicht, ob dir schon die blutrünstigen Geister aufgefallen sind, die uns verfolgen. Fress Bleibuletten! Die sind mir nicht entgangen. Und was noch schlimmer ist, sie haben diese neuen kugelsicheren Reifen von Mordimarkt. Mann, warum sind die Bösen immer besser ausgestattet als wir? Das alle? Alle bis auf einen, Teddybär. Lass uns diesen fetten kleinen Betrüger ein für alle Mal aus dem Verkehr ziehen. Ein guter Plan. Festhalten, Kleiner. Ei! Hey, der Don ist weg. Das ist unsere Chance herauszufinden, was dieser miese Maulwurfsbär plant. Weißt du, ohne sein bedrohliches Murmeln scheint er mir nicht mal in der Lage, sein Frühstück zu planen. Und schon gar keinen hinterhältigen und raffinierten Coup. Stimmt. Aber meiner Erfahrung nach verbirgt sich hinter einer Tür mit der Aufschrift Betreten verboten, Unbefugte werden sofort erschossen, immer irgendetwas Interessantes. Anscheinend bewahrt Teddy Bear die Aufzeichnungen über seine Machenschaften irgendwo anders auf. Auch ein Gangster braucht etwas Privatsphäre, wenn er seinen Bärenkopf wechselt. Was wäre eine Verbrecherorganisation ohne jederzeit verfügbaren Alkohol? Hey, da ist ja eine komplette Teddybärfabrik drin. Du meinst, das respektable Casino-Geschäft dient nur als Fassade für eine zwielichtige Unterweltfabrik voll harter, ehrlicher Arbeit? Ich bin schockiert. Ihr zwei, ihr seid zurück. Unglaublich. Kein Schritt mehr. Ich weiß nämlich, wie man diese Dinger benutzt. Ich will ehrlich sein, die Knarre macht mir mehr Sorgen. Tatsächlich? Trottel! Dieser Hypnobär wird euch zu meinen gefügigen Sklaven machen. Und da ihr meine unfähigen Untergebenen erledigt habt, dürft ihr jetzt zum Dank in meine Fabrik schuften. Schaut her, schaut auf den Hypnobär. Das Teddybär euch befiehlt. Fühlt ihr euch nicht müde? Tun wir das? Nein, Hypnose funktioniert bei uns nicht, aber wir sollten mitspielen, bis wir ihm die Knarre abnehmen können. Ich hab euch was gefragt, Sklaven. Ja, Meister. Sehr müde. Wie er schon sagte. Wirklich? Irgendwie erscheint mir das seltsam. Oder doch nicht? Ah, ich weiß. Machen wir einen kleinen Test. Du, der Große da, erschieß den Kleinen. Wie bitte, Meister? Erschieß deinen Freund! Ich befehle es dir! So ein Mist. Ich gehorche. Oh, heilige Mutter, soll dies das Ende des kleinen Maxi sein? Wo ist, oh Tod, dein Lied von dem Typ da, dem Sting? Sieh! Oh, der Schmerz, der Schmerz. Und das 2 Tage vor der Pensionierung. Du musst mir versprechen, dass du ein Duke kommt selten allein für mich aufnimmst. Versprich es mir.
Okay, also... Der Feige stirbt schon viermal, ehe er stirbt. Helden kosten einmal nur den Tod, außer bei Videospielen, da sterben die Helden ständig. Gut Nacht, mein Prinz von Bel Air. Und Charlies Engel singen dich zur Ruhe. Gut, also... So kalt. Warum ist mir nur so kalt? Okay, gute Arbeitsklave. Ich war kurz davor, dich ihn nochmal erschießen zu lassen. Ja, Meister. Und jetzt kümmere dich um die Fabriksklave. Ich werde inzwischen Zeitung lesen. Mach die Hypnobären für die Auslieferung bereit. Den Rest kannst du später erledigen. Ja, Meister. Gut. Nun wollen wir mal sehen, was für eine kluge Geschichte Wurzel heute für uns hat. Max, stell du dich weiter tot. Ich werde mich nach einer Möglichkeit umsehen, Teddybär und seine Fabrik aus dem Verkehr zu ziehen. Ich kann dich nicht hören. Ich bin doch tot. Na, ist bei irgendwem eine Schraube locker? Da will ich lieber nicht dran rumschrauben. Du bist so heiß, du brennst schon. Du bist so heiß, du brennst schon. Ich glaube, das sind die Sprachprozessoren für diese fiesen Hypnobären. Okay, ich muss dieses Rami-Dingsbums in den Flingelflipper stecken. War jetzt verheiratet, aber Kathy ist immer noch ein heißer Feger. Oh, Meister. Was ist denn jetzt schon wieder, Sklave? Du bist zu heiß, du brennst schon. Ich brenne! Hilfe! Ich brenne! Ich brenne! Hilfe! Ich brenne! Ich brenne! Also dann mal los. Gute Arbeit, Sam. Danke, Kumpel. Ich glaube allerdings, dass unser Maulwurf nicht ganz so rank und schlank ist wie ich. Schau mal da. Hilfe? Ist das nun lebensbedrohlich oder einfach nur komisch? Wer sagt denn, dass es nicht beides sein kann? Welche Farbe bedeutet nochmal, dass ich meine Peeling-Paste nicht mitnehmen darf? Die da, weg hier. Mann, das nenne ich mal die Bank sprengen. Und den Gehweg und die Wasserleitung und den Buffettisch. Um den Buffettisch tut es dir richtig leid, oder Max? Er war der einzig Unschuldige bei dieser ganzen Geschichte, Sam. Abgesehen natürlich von den Schaulustigen und ihren Haustieren. Kopf hoch, vielleicht lädt uns der Commissioner zu einem widerlichen Essen im Squirrel Garden ein, wenn wir ihm erzählen, wie wir den Fall gelöst haben. Das wäre ja wohl das Mindeste. Nach der harten Arbeit will ich drei eingelegte Lemuren mit extra Salz. Hier spricht Agent Chuckles. Die Fabrik wurde zerstört. Ich wiederhole, die Fabrik wurde zerstört. Beginnt mit Plan B.